Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ja, ich bin jetzt gerade auf meiner Morgenrunde mit meinen zwei Mädels unterwegs. Ich kann ja da bei mir beim Haus hinten im Garten rausgehen und sie brauchen die ganze Zeit keine Leine. Nur wenn wir vorne auf der Straße sind, dann nehme ich es dann an die Leine. Ja, heute mache ich ein bisschen eine größere Morgenrunde. Ich möchte auch wieder mal ein bisschen was quatschen über mich und so. Ja. 3 Jahre sind mittlerweile ins Land gegangen. Ja, 3 Jahre, seit ich hier in Kroatien bin. Also, genau heute vor 3 Jahren bin ich aus Deutschland ausgewandert und habe mich hier in Kroatien niedergelassen, sozusagen. Es war die beste Entscheidung, die ich treffen habe können. Zumal ich habe damals noch nicht gewusst, was auf uns oder auf euch zukommt. Und deswegen bin ich froh, dass ich frühzeitig den Absprung geschafft habe. Ich habe mich mittlerweile sehr gut in Kroatien eingelebt. Es ist ja herrlich hier. Ich habe nette Leute kennengelernt, gute Freunde, Freundschaften geschlossen. Und es war eigentlich die beste Entscheidung, die ich machen habe können, die ich treffen habe können. Es hat sich sehr viel getan. Manchmal ging es aufwärts, manchmal ging es wieder abwärts. Aber im Endeffekt hält es sich immer die Waagschale. Und das ist Hauptsache. Also ich kann gut leben hier. Ich habe alles, was ich brauche. Meine Hunde haben freien Auslauf. Die genießen es auch. Die sind gerade da, ein bisschen vor mir. Ja, aber jetzt zum anderen Thema noch. Ihr habt ja jetzt am vergangenen Wochenende ein großes Ereignis gehabt. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil YouTube sehr gerne zensiert, wenn man irgendwas dagegen spricht, was denen nicht so passt. Ja, ich bin ja noch in Deutschland gemeldet. Habe ich ja bis jetzt immer gelassen, weil ich mir dachte, ich möchte an diesem Ereignis noch teilnehmen. Wurde mir leider ja, von meiner damaligen Heimatgemeinde, ehemaligen Heimatgemeinde Bad Füssing, vermiest. Ich habe meine Unterlagen am 6. September abgeschickt, mit der Adresse, wo sie es hinschicken sollen, im Ausland, in Kroatien. Stand auch auf der Wahlbenachrichtigung drauf. Ja, und die Unterlagen kamen dann am letzten Freitag, also 2 Tage vor dem Ereignis. Abgeschickt haben sie es am 21. September und erhalten habe ich es am 23. Ich war sehr angefressen, weil bei uns die Post mittags zumacht und am Samstag ist auch nicht geöffnet. Ich hatte also keine Möglichkeit mehr, mich an diesem Großereignis zu beteiligen. Ja, und meiner Meinung nach, die Verantwortlichen sitzen in Bad Füssing im Ausschuss, und leider konnte ich, ja, die hatten Angst wahrscheinlich, wenn jemand ausgewandert ist, dass der nicht mehr regelkonform ist, dass der eine Partei wählen würde, eventuell, die ihnen nicht zum Gesicht steht, was ich auch gemacht hätte, gebe ich ganz offen zu, weil die Großen müssen endlich abdanken, dürfen abdanken, es ist Schluss. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich wünsche euch allen, die weiterhin in diesem Faschismus leben wollen und ihn gewählt haben, wünsche ich die nächsten Jahre viel Vergnügen, viel Spaß mit dem, was auch auf euch vielleicht zukommt. Und
alle anderen, die frei leben möchten, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, die sind herzlich willkommen hier bei uns in Kroatien. Also, es ist wirklich herrlich hier. Kommt zu uns, Leute, um es mit den Worten einer bestimmten Person zu sagen, wir schaffen das. Ja, es ist ja nicht überall so Zirkus. Naja, ich glaube, ich gehe doch jetzt diese Richtung hier. Ja, eigentlich wollte ich ja viel mehr loswerden. Aber leider haben ja die Betreiber dieser Plattform bereits im Vorfeld angekündigt, dass jedes Video gelöscht wird, was irgendwie negative Aussagen zu diesem Thema hat. Somit hoffe ich, dass jetzt mein Video nicht gelöscht wird. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten. Naja, jedenfalls, ich war wirklich sehr, sehr sauer. Und ja, die Verantwortlichen, die bekommen auch noch ihr Fett weg. Es rächt sich alles im Leben. Naja, wie dem auch sei. Das Leben geht weiter. Ich freue mich, dass ich hier bin in Kroatien. Ich genieße es, auch wenn sich meine Pläne jetzt geändert haben, weil ich das Haus jetzt doch verkaufen möchte, wie ihr sicher schon mitbekommen habt. Aber deswegen bleibe ich trotzdem Kroatien treu. Kroatien ist meine neue Heimat. Es ist wirklich ein traumhaft schönes Land. Naja, und jetzt zeige ich euch noch die neue Ferienanlage. Direkt, ja, im übernächsten Grundstück von mir. Da hat der Sohn von meinem Nachbarn eine Ferienanlage gebaut. Sehr schön geworden. Zwei Häuser, ein Fitnessstudio dabei. Jedes Haus hat seinen eigenen Kinderspielplatz. Einen eigenen überdachten Grill. Also wirklich sehr schön geworden. Meine zwei Mädels genießen es auch. Immer noch hier. Und da ist es geil. So. Ja, es ist noch Baustelle hier. Da hat er einen Zaun gemacht. Hier hat er einen Zaun gemacht. Mit Hecke. Aber die Hecke ist sehr nah an den Zaun gesetzt. Bewässerungsanlage ist dabei. Naja. Jetzt hat er ja vor, auf dem nächsten Grundstück, das direkt bei mir angrenzt, nochmal 8 solche Ferienhäuser hinzustellen. Also hier ist was geboten bei uns in Kroatien. Der Tourismus boomt. Auch die Leute, die auswandern, werden immer mehr. So. Da sieht man jetzt den Spielplatz, den Trampolin. Ein wunderschönes schmiedeeisernes Tor hat er hier gemacht auch. Jedes Haus mit eigenem Pool. Ah, Sprinkleranlage ist auch an für den Rasen. Das ist wirklich sehr schön geworden. Und da hinten sieht man jetzt den überdachten Grill. Jedes Haus hat seinen eigenen Grillplatz dabei. Einen eigenen Swimmingpool. Herrlich. Ja. Die Leute hier in Kroatien, die tun was für den Tourismus und auch für die Leute.
Unser Präsident hat ja auch kürzlich erst gesagt, es reicht mit der Impfung. Der will nicht mehr durchsetzen. Er hat gesagt, 50% sind durch und das reicht ihm. Sind ja nicht alle so verrückt. So, hier ist das nächste. Eigener Pool, eigener Grillplatz, Trampolin, Kinderspielplatz. Ja, meine zwei Mädels haben gerade was entdeckt wieder. Die haben wieder irgendeine Spur aufgenommen. Ja, Freunde, 3 Jahre. Ich frage mich, wo ist die Zeit hingekommen? Bin ich wirklich schon so lange hier? Ja, aber es ist so. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die Zeit so schnell verfliegt. Naja. Da kommt meine Kleine mit den fliegenden Ohren. Das ist geil. Ja. Ja, jetzt gehe ich noch davor zur Straße. Und dann habe ich noch vielleicht 100 Meter bin ich daheim wieder. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir wieder einen Daumen hoch. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert meinen Kanal. Wer will, kann mich auch gern weiterhin mit einer kleinen Spende unterstützen. Den Link dazu findet ihr ebenso in der Videobeschreibung. Entweder über mein PayPal-Konto oder direkt auf mein Bankkonto. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei allen Spendern. Ich bedanke mich bei allen meinen Zusehern, dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt und dass immer mehr werden von meinen Zusehern. Das freut mich natürlich. Es ist herrlich, ja, wenn so ein kleiner Kanal auch langsam wächst, weil das Thema ist ja auch nicht so allgemein. Aber es freut mich, also ich freue mich über jeden neuen Abonnenten wieder. Somit bleibt mir noch übrig, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Kommt gut durch die restliche Woche und bleibt gesund und viel Spaß mit euren neuen Herrschern. Bis zum nächsten Mal. Also, ciao, euer Franz.